So, meine lieben Freunde, willkommen zu endlich Yu-Gi-Oh! Online. Und hier ist unser erster Gegner. Und das ist der Headwave 22. Ich kenne ihn nicht. Keine Ahnung. UPP, yo. Okay, und was meint er? Hä? Okay. Ich habe schon länger nicht mehr gespielt und habe auch gerade so vor einer Testaufnahme gerade geguckt. Mein Verwandlungskrug wurde nicht mehr erlaubt. Der ist verboten worden. Das finde ich doch ziemlich ärgerlich. Ja, ich mag den Verwandlungskrug nämlich. Der ist super. So, was ist das für eine Karte? Elementarheld Shadow. Falls diese Karte als Spezial beschrieben wird, du kannst deine Hand einen Wechsel schnellzauber von deinem Deck hinzufügen. Falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, du kannst deinem Held von deinem Deck. Aha, du kannst nur einen Effekt von deinem Wechsel schnellzauber von einem Zug spielen zu können. Okay, mein Gegner hat zwei Karten verdeckt. Wir gehen mal auf Verteidigung. Ich bin auch unsicher wegen zwei verdeckten Karten. Ja, wir können uns ein bisschen Zeit lassen. Und ja, Nebenprojekt ist es ja, Yu-Gi-Oh! Online bald ein. Ich habe noch nicht geplant, wann und wie lange ich es überhaupt aufnehmen werde, etc. Und noch ein Wave Shadow List. Okay, ist ein bisschen blöd, wenn der kommt. Aber gut, wir haben unseren Blitzeinschlag. Den ist ja schon in Ordnung. Okay, das kommt gar nicht dazu. Nummer 101, lautlose Ehre. Du kannst zwei Xyz von dieser Karte abhängen und dann ein als Spezialbeschwörung beschworenes Monster auf ein anderes Position wählen. Das dann geht dir kurz eingesetzt als diese Karte. Falls diese offene Karte zerstört wird, würde mal. Aktivieren wir jetzt erstmal unsere Dimensionsgefängnis. Wir zerstören es ja nicht, wir entfernen es ja gleich. Leider kommt jetzt ein Effekt und er kann jetzt Heldmonster, also Elementar Heldmonster, in sein Deck, in seine Hand wieder reinpacken. Blöd. Wow, schon Nummer 101. Also die Karte kenne ich überhaupt nicht. Ich persönlich gucke 6 so. Ich habe es jetzt nur so weit geguckt, wie es RTL 2 ja gezeigt hat. Leider nicht mehr. Ja, dann wurde es ja abgesetzt und jetzt ist RTL 2 glücklicherweise weg vom Fenster mit den ich bin heute wirklich sehr schwer vom Begriff. So, Spezialbeschwören. Wir entfernen diese Karte und rufen den trickreichen. Wir brauchen Monster. So, Battleface. Der trickreiche greift an. So, durch. Geht doch, 2000. So, beenden wir den Zug und gucken, was Headwave 22 macht. Scheint ein Ami zu sein. Mal schauen. Also er spricht Englisch, deswegen. Wobei, ich habe keine Ahnung, was er meint mit UPP. Wenn das jemand mal weiß, und in den Kommentaren. Ich weiß es nicht. Ich würde es gerne mal wissen. So, du hast Whitehead noch auf der Hand. Das wird dir aber nicht viel bringen, weil ich nichts verdeckt habe gelegt. Aber ein kleiner Denkfehler war das. Man weiß nämlich nie, was der Kollege da macht. Aber wir haben ja unseren Schneemannfresser. Und wenn er doch noch ein stärkeres Monster ruft, haben wir Hammerschuss und Blitzeinschlag. Also, das ist halt mein Deck. Ich habe ja schon ein bisschen strategisch drauf gebaut. Aber man kann es dennoch ziemlich schnell erledigen. Das ist leider so. Oh cool, jetzt haben wir unsere Bestechung. Ich muss aufpassen auf dieses Mission, weil ich will meine Karte eigentlich nicht gerne loswerden. Die Karten sind momentan in Ordnung. Deswegen brauche ich die nicht loswerden. So. Das wird wahrscheinlich Whiteheart sein. Ja, Zug beenden. Wir haben leider keine Monster.
Wir haben nur zwei Monster gezogen. Das ist ein bisschen blöd. Ja, ich habe das Deck ja, glaube ich, ja, ich weiß nicht, 15 oder 12 Zauberkarten und dann, glaube ich, 20 normale Karten. Normale Monster. Glaube ich ihn? Nee, kannst eine Karte ziehen. Kannst eine Karte ziehen, ich will... Oh, ja, das ist gut. Ein sehr guter Zug. Nicht schlecht. Und es holt ihn doch wieder, den blöden Elementarfürst. Ich hätte es nicht gedacht. Oh, zwei Ruf der Gejagten. Oh! Respekt. Aber bei White Hearts steht doch nur, dass er von den Effekten unberührt bleibt. Deswegen ist das eigentlich in Ordnung. Aber er kann ja noch eine Exist-Karte rufen. Das hoffe ich, ja. Weil das ist gerade so Polymerisation. Kann sein. Oh, another. Was machst du? Was machst du? Machst du eine Exist-Beschwörung? Oder greifst du mit allen drei an? Ich glaube ja. Was ist das denn jetzt? Maskenwechsel, Wälder noch was gibt es halt was? Oh fuck. Okay. Was gilt der Held Dark Low? Kenne ich noch nicht mal. Scheiße, ich hätte eigentlich gehofft, dass er. Nee, sein Angriff müssen wir abblocken. Oder ist er von... Was ist das denn? Och, nö, ne? Jetzt kann er die Karte nochmal rufen. Maskierter Held Vapor muss mit Maskenwechsel als Spezialbeschworen werden. Und kann auch nicht... Okay, das ist dann schon ein bisschen speziell. Gut. Ein sehr guter Zug. So seht ihr es natürlich, da ist der Zug sehr gut gemacht worden. Ich kann momentan absolut nichts machen. Aber er hat keine Karten mehr in der Hand. Und wir ziehen kein Monster. Das ist richtig bitter. Naja. Wieso wird die Karte nicht zerstört? Och, fuck, ey. Okay, wir haben verloren. Nicht schlecht. No time. Natürlich. Hey, wir leben dennoch. Why not attack? Okay, jetzt habe ich keine Ahnung, was er sagt. So gut ist bei der Englisch leider nicht. Ja, aber sein Level 6er... Ich kenne die Monster nicht, also ich kenne diese Maskenmonster nicht. Dick. Okay, wir haben verloren. War ein gutes Duell. Ja, hatten leider verloren. Weil ich habe diese Maskenmonster echt nicht, aber wie man meine Hand ja sehen konnte, ich hätte nichts anderes machen können. Ich hatte ja nur Blitzschlag, Hammerschuss und Schicksalsschlag. Alle drei Karten sind ja Karteneffekte und das müsste dann heißen, dass wir den Gegner, dieses Mastmonster nicht besiegen konnten. Also, ja, leider verloren.
Egal, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part von Yu-Gi-Oh! Online wieder. Bis dann und haut raus.